Denise Schindler. Fahrradsport. Natürlich bin ich schon erfahren, war schon zweimal bei den Paralympischen Spielen, war ja das erste Mal in London 2012 als Rookie dabei, da war ich ultra nervös und in Rio war ich dann schon ein bisschen entspannter. Jetzt ist es einfach auch ein bisschen die Demut, dass es meine dritten Spiele sind, wo ich dabei sein darf. Ich habe natürlich in London Silber geholt, im Bronze dann und Silber in den Spielen in Rio. Da bin ich ja leider auch auf der Bahn disqualifiziert worden. Da habe ich schon noch eine Rechnung auf und offen. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt auf der Bahn, dass ich mir da eine Medaille schnappe. Wenn es Gold wäre, wäre es natürlich das i-Tüpfelchen. Dann würde ich ja lügen, wenn ich sagen würde, ich schiele nicht auf Gold. Die Paralympischen Spiele, die einfach auch einen ganz besonderen Zauber haben mit den ganz individuellen Sportlern, die alle ihren Lebensweg gehen mussten, um dorthin zu kommen. Es ist einfach ein ganz besonderes Feeling und es ist eine Riesenehre, da dabei sein zu dürfen. Und das packt mich schon, da bin ich auch sehr emotional, wenn ich ehrlich bin. Und es erfüllt mich mit großem Stolz, da Deutschland vertreten zu dürfen. Ich habe schon immer gerne andere Dinge auch gemacht und über den Tellerrand hinausgeschaut. Es macht mir unheimlich Spaß, Vorträge zu geben, Menschen aus ihrer Komfortzone rauszuschubsen. Und genauso habe ich an meinem Buch jetzt gearbeitet, vom Glück Pech zu haben. Es geht um das Thema Resilienz, was, glaube ich, aktueller ist denn je. Ja, was brauche es, um mit Schicksalsschlägen umzugehen und mit Herausforderungen im Leben gut zu meistern? Und es zählt schon meine Geschichte, also den biografischen Anteil, aber wir haben noch ganz viel aus der Wissenschaft runtergepackt. Ich möchte, dass wenn die Leser dieses Buch gelesen haben, dass sie es weglegen und sagen, das Leben ist schön, ist nicht immer einfach, aber es ist schön und das Glas ist halt voll, wenn ich halt leben. Mein Spitzname ist Killer Bee und ich bringe nicht jeden um, aber wenn das Rennen losgeht und wenn der Startschuss gefallen ist, dann gebe ich alles und dann habe ich auch einen Killerinstinkt in mir und dann will ich gewinnen. Und das hat dann den Spitznamen Killer Bee gegeben, Killerbiene auf Deutsch. Ja, der hat sich behauptet.